Und natürlich geht es 1:1 weiter. Warte mal, war ich hier schon? Nee, noch nicht. So. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich habe Sachen zu verkaufen. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Ich verkaufe dir erstmal ein paar Sachen, meine Dame. Wo sehe ich? Ich würde gerne sehen, wie viel ich. Eine gute Wahl. Genau das hätte ich auch ausgesucht. So wie du guckst, Mädchen. Glaube ich, hättest du gar nichts ausgesucht. Also ist jetzt alles nicht so eine wild, gute aber. Wahl. Genau das hätte ich auch ausgesucht. Dem kleinen Dorf muss man ja helfen. Warte mal, ich muss aus dem Dorf raus. Und dementsprechend, wenn man was verkauft, kann man was kaufen. So ist nun mal ein Handel. Mal gucken, ob ich das jeweils irgendwann mal mit meinen ganzen PlayStation 4, Switch-Spielen und PS5-Games mache. Aber GameCube-Spiele werde ich niemals loswerden wollen. Meine armen Nachfahren irgendwann, glaube ich, hoffe ich. Er kann euch zwar keine Millionen Euro hinterlassen, aber einen ganzen Raum voller Spiele. PlayStation 5, ist doch nichts mehr wert, kriegst du für einen Huni an der Ecke. So in 50, 60 Jahren. Brauchen wir noch 50 Pro, brauchen wir noch. Obwohl die PlayStation 5 ist jetzt günstiger geworden, ne? Mal gucken, wie lange die für 450 Euro verfügbar sein soll. Erst haben sie es rausgesetzt und jetzt runtergesetzt. Ja, weil wahrscheinlich jetzt eine neue kommt irgendwann. Au. Schlitze einen baumelnden Sumpfkater. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich muss halt hier. Ich meine, Schlitzen und Einfrieren ist eine relativ gute Kombination. Komm schon, Paul, wir kennen dich. Rundherum das Mondsgesicht. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Du. Ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnern kann. Aber Paulchen Panther war damals. Ja, das war irgendwie interessant, ne? Eigentlich habe ich das ja ganz gerne geguckt. Hä? Die ganze Zeit falsch gelaufen. Ach. Ah, hier ist noch ein fahrender Händler.
schauen wir mal, ja? Ja. Familienstück Besen. Der Besen wird schon seit Generationen weiter vererbt. Und den verkaufst du. Den verkaufst du. Schäm dich. Schäm dich. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Ja, vorbeikommen tue ich immer gerne, aber... Familienerbstück Besen. Verkaufen. Das ist schwach. Das ist schwach. Ich glaube, das gehörte der Alten. Naja, es war abgerippt hier. Tal von Hogwarts. Schwockwarts, Mockmords. Ist Hogwarts überhaupt bereit? Für den Graf Wallner von Halodri? Glaube nicht. Gegenfrage, bin ich bereit für Hogwarts? Bei den Rätseln, die ich jetzt schon verkackt habe, würde ich sogar sagen, nein. Das sollte ich untersuchen. Ich weiß, dass du das untersuchen solltest. Revelio. Die Frage ist nur... Aber was sollten wir hier untersuchen? Ich meine, ich war hier schon. Hier ist noch ein Schatz. Das ist halt auch kein Stört, ne? Einfach mal alles mitgenommen. Hier unten muss irgendwo eine Höhle sein. Oho, welch angenehme Überraschung. Nee, die mache ich nicht. Ich sehe es einfach nicht ein. Bei aller Liebe, ich sehe nicht... Ich sehe nicht ein, warum ich die Zauberprüfung Merlins machen soll, weil ich einfach nicht verstehe, was die mir bringen. Das ist mir zu unoffensichtlich. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo. Ich bin Porrick Haggerty und das ist mein Geschäft. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde Sie gerne etwas über Ihren Laden fragen. Sicher, immer doch. Was würden Sie gerne wissen? Wie lange wohnen Sie schon in Irondale? Mein ganzes Leben. Meine Schwester und ich wuchsen hier auf. Ich blieb hier. Sie hatte andere Pläne. In der Nähe soll es eine Koboldmine geben. Waren Sie mal dort? Ich habe sie gesehen, aber war nie drin. Dort gibt es sicher einige wertvolle Tierwesenprodukte, aber das ist mir zu riskant. Ranrocks Anhängern kommt man lieber nicht in die Quere. Ich verstehe. Welche Produkte verkaufen Sie denn? Ich verkaufe Produkte rund um Tierwesen. Tierwesen haben mich immer fasziniert und sie stehen hoch im Kurs. Also habe ich sie zu meinem Beruf gemacht. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? So, gucken wir mal, was der alles hier so hat, ne? Der Gute. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Das kann ich ja... Wo hast du das Einhornhaar her? Oh, eine Phönixfeder. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Tierwesen man... Das sieht aus wie eine Gurke. Dafür müssen Sie tiefer in die Tasche. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. So, Sammlung gefunden. Ja, Einhorn. Den Märchen von Beedle, dem Baden und noch was. Die Frage ist, können wir mehr als eins oder zwei von diesen Dingern halt machen? Ob es
es sicher ist, sich da drin umzusehen? Hier oben war ich doch schon, oder nicht? Warum sollte es nicht sicher sein? Hier ist einfach nur... Ja, warte mal ab. Wenn der Hunger hat, dann sieht das wieder anders aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist noch eine Truhe. Wir müssen beim Durchsuchen dieser Dörfer gründlich vorgehen. Renrocks Leute durchsuchen schon andere Gebiete. Dich an einen anderen Ort zu verlegen, würde nur unsere Anstrengungen verlangsamen. Bleib auf deinem Posten, setze die Suche fort, sei wachsam. Du wirst informiert, wenn sich etwas ändert. Okay. Das sind Asche. Das sollen Eier sein und keine... Billardkugeln. Hat er mich jetzt... Kreis gelockt. Aber warum... Hallo. Ihr guckt sich lieber die Sonnenblumenkerne von oben an. Naja, lieber die Sonnenblumenkerne von oben als die Radieschen von unten. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Hey, warum wo? Hier ist gar nichts. Der läuft ein bisschen unbehagen. So, Mondstein, 5 Stück. Es wäre schön, wenn irgendwo in Klammern stehen würde, wie viel man insgesamt hat, dass man sieht, okay, muss ich das Zeug jetzt so ein bisschen abgrasen oder nicht? Das Dorf sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Sieht eher aus wie eine Ruine. Oh, hier war ich doch. Stimmt. Da hat die alte wilde Hilde mich dahin geschickt. Da war ja was. Da reisen wir mal ein wenig durch Hogwarts. Eindringling. Och, kommt schon, Leute, wirklich. Au! Kommst du nicht davon? Ach hier! Ich werde deinen Tod rächen! Damit kommst du nicht davon! Lazio! Defindo! Komm, trink! Ich werde deinen Tod rächen! Ach hier! Du wirst gar nichts machen, du Lappenlurch! Okay, hier gibt es noch so ein paar Lappen. Diese kotverschmierten Lackaffen. Ich weiß gar nicht, wo der Ausdruck herkommt.
Zerstörung, aha. Contringo! Gepinkt! Warte mal, hier unten ist doch irgendwas. Die Karte macht dich mehr kirre, als es eigentlich sollte. Weil du nie weißt, was jetzt los ist. Ist das jetzt eins von Merlins Rätseln oder was soll das bedeuten? So, das bedeutet hier irgendwo. Unterhalb, okay, verstehe. Okay. Gucken wir mal. Ich habe den Helm nicht angepasst. Aber danke nochmal, dass du es nicht verdächtigst. Immerhin weiß ich jetzt, wer meine Freunde sind. Krieger der Anhänger. Gut, machen wir aber später. Machen wir mal anders. Ich habe das Gefühl, das könnte noch eine Quest oder so sein. Oh. Da habe ich jetzt aus Versehen einen von diesen Tränken genommen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. So, was haben wir hier? Arresto, Moment. Das glaubt Professor Howell nie. Dass ich einen Maulwurf in meine Tasche gesteckt habe? Natürlich nicht. Armes Vieh. Jetzt ist alles gut. Ja, jetzt bist du zwar von deiner Freiheit beraubt, gabelst aber dafür jetzt meinen Beutel rum. Das ist eine komische Doppelmoral. Ach ja. Ich hab. Komm her, du Rebel. Lazio, Gefindo. Gefindo. Akio. Da habe ich schon wieder so ein Merlin-Geschiss. So, da ist noch eine Höhle. Frage ist, will ich da rein? Lumos. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier.
Ich mache das ungern, beim letzten Mal ist es mir abgestürzt. Da war ich dann in irgendeiner Animation gefangen. Hab ich hier raus? War ich hier schon? Sieht so aus. Lumos. So, liebe Olraune, ich weiß, du magst kein Licht. Aber das scheucht dich ja nur weg. Von der kleinen... von der... Gut. Skelette müssen ja mit Feuer bekämpft werden. Arresto, Moment. Also. Oh, wie gerne hätte ich jetzt den Speckpilz eintopf. Ach hier. Ja. Hier. So, du Lümmel. Ich glaub's geht los. Da sind wir doch gleich wieder hier. Da gibt's noch was. Kommt mir vor, als wäre eine... Du wirst leiden. Der steht doch da auch da oben wieder wie so ein... Wilderer. Au. Protego. Ach hier. Verfringo. Grazie. Defendo. Ah, gut, ich meine, die Hunde konnten natürlich nicht wissen, dass wir ihnen jetzt nicht unbedingt schaden wollten. Aber so wie der da stand, wusste ich, dass der nichts... Obwohl, die Hunde hatten einen guten Griff, muss ich sagen. Da war das vielleicht ganz gut, dass er hätte es ausgereicht, wenn wir uns um die Kobolde gekümmert hätten. Was will der hier? Das sieht nicht unbedingt einladend aus. Aber hier gibt es Schätze. Rebellion. Oh, hier gibt's einiges. Du gehörst mir, Demigeis. Was? Was denn für ein Demigeis? Reveal. Übungspuppen. Yay. Gut. Wir haben wieder irgendwas bekommen. Finde ich gut, dass es auf der Map angezeigt wird. Wie es mir in so einem Revelio. So.
So, dann würde ich hier erst noch mal ein bisschen was abgrasen hier. Da komme ich ja nicht rein. Frage ist, komme ich hier rein? Alles ruhig. Zu ruhig, finde ich. Outfit. Oh, oh. Es dauert ein bisschen, ne? Muss man sagen. Wie alles. Magst du Schmerzen? Rebellion. Wo habe ich denn jetzt schon wieder? Bevor irgendwas passiert, würde ich gerne hinten zu der Flohfrau nochmal gehen. Dann kann ich mich nämlich hier nochmal her teleportieren. Jetzt können Sie in Sekundenschnelle von und nach Feldcroft reisen. Natürlich. I Dame. So. Machen wir beim nächsten Mal. Ja. Leute. Macht's gut.